So, hier einmal die Abendspülung, die Getreidekörner der Weizen standen also jetzt tagsüber trocken, Wasser abgeschüttet. Und ich habe natürlich heute meine Portion schon weggegessen. Wenn man jeden Tag 2 bis 3 Esslöffel gekeimtes Getreide isst, dann ist man sehr gut mit Vitalstoffen versorgt, hat alle Vitalstoffe, die der Körper braucht. Das heißt, gib uns unser täglich Brot, heißt quasi auch übersetzt, das Getreide enthält alle Vitalstoffe, die der Körper braucht. Und im Moment sieht das so aus. Die Keime sind also im Laufe des Tages jetzt gewachsen. Ist noch eine angenehme Länge und ein sehr aromatischer Geschmack. Und wichtig beim Körneressen ist, sehr, sehr gut zu kauen, und da kommt es gar nicht darauf an, mitzuzählen, wie oft, wie lange man kaut, sondern so lange kauen, bis man quasi einen weichen Brei im Mund hat, der sehr, sehr gut dann vom Körper aufgenommen werden kann. Das heißt, das Kauen im Mund zu einem Brei versetzt das Gekaute schon in den ersten Stand der Verdauung. Das Ptyalin, das Enzym im Speichel, ist also die erste Stufe der Kohlenhydratverdauung. Und wenn man schlecht kaut, kann das später im Verdauungsvorgang nicht nachgeholt werden. Es gibt keine Zähne im Magen, sagt man immer so schön. Also so lange kauen, bis ein leicht flüssiger Brei entsteht, und dann kann der Körper alle Vitalstoffe wunderbar aufnehmen.